Hamburg 1 Kinotipps. Willkommen zurück zu unseren Filmtipps. Ganz wichtig, keine Kinotipps, denn Kino ist momentan ja leider nicht möglich, Jens. Aber es hat auch keinen Sinn, dieses Format so lange auszusetzen, oder? Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich gerade bin, dass wir hier sitzen und das wieder machen, weil es ist so langweilig. Und ohne Kino ist völlig doof. Allerdings, und die Leute sitzen ja zu Hause und gucken trotzdem Filme und Serien. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine Art Spezial daraus. Wir nennen es dann eben die Filmtipps oder Serientipps. Diese Woche befassen wir uns mit Komödien, mit absoluten Klassikern, die jeder wahrscheinlich schon 300 Mal gesehen hat, aber die man sich immer wieder angucken kann. Ganz genau, denn etwas, was jetzt alle machen, und das ist super, dass man da auch informiert wird, ist über Neuheiten berichten. Was wird neu gestreamt auf dem Service und was ist ganz neu bei dem Service? Aber viel wichtiger ist ja, was sind die großen Klassiker, die man vielleicht lange nicht gesehen hat und wo man mal einen Anstoß braucht, hey, stimmt, den könnte ich mir mal wieder angucken, weil der Film einfach gut ist. Und selbst wenn ich den mitreden kann und auswendig kenne, möchte ich den unbedingt noch mal sehen. Und da gibt's, glaube ich, auf dem Komödiensektor keine schöneren Filme als die beiden, die wir uns heute ausgesucht haben. Genau, das würde ich auch sagen. Ich bin froh, dass ich heute eine Brille auf habe. Ich kann dich also auch sehen auf die Entfernung, Jens, jetzt, weil wir so weit auseinander sitzen. Und zwar habe ich eine DVD mitgebracht und du. Mit welcher wollen wir anfangen von den beiden? Mir ist das egal. Ein Film, wo wir zufällig drauf gekommen sind, dass es ja unserer beider fast Lieblingskomödie ist. Ich glaube, bei dir kann man sagen, es ist deine Lieblingskomödie, oder? Ja, würde ich schon sagen. Die nackte Kanone. Ja. Worum geht's? Ja, also worum geht's? Das ist worum geht's da eigentlich? Tolle Frage. Ja, es geht um Lieutenant Frank Drebin. Der ist ein Ermittler von der Spezialeinheit und löst eben verschiedene Fälle. Es ist eine Trilogie. Es gibt drei großartige Filme. Ich finde den ersten auch am besten, muss ich sagen. Diese DVD-Box sollte in keinem Haushalt fehlen. Wir haben ja vor diesen Corona-Zeiten ein Hamburg 1 Team-Filmabend gemacht. Da haben wir als Auftakt die nackte Kanone 1 gezeigt. Es gab tatsächlich Kollegen, die diesen Film noch nie gesehen haben. Das fand ich nicht okay. Und da haben wir ja auch einen gewissen Bildungsauftrag und mussten diesen Film zeigen. Ich finde, also ich habe den Film, ich weiß nicht wie oft gesehen, ich kann nicht mehr mitzählen und ich könnte ihn jeden Tag gucken. Und der Film ist gut angekommen. Also er funktioniert heute noch. Der ist aus dem Jahr 1988 und basiert auf einer Fernsehserie, die die Macher Anfang der 80er Jahre gemacht haben. Die kam nicht sehr gut an, war nicht erfolgreich, wurde, glaube ich, nach 6 oder 8 Episoden wieder abgesetzt. Mal mit den gleichen Schauspielern, mit Leslie Nielsen in seiner allergrößten und brillantesten Rolle. Und nachdem die Macher dann sehr viel mehr Erfolg hatten auf der Kinoleinwand mit ihren diversen Spielfilmprojekten, haben sie gesagt, da war so viel Gutes drin, das greifen wir wieder auf. Die Geschichte um diesen knorrigen Polizisten, eine Geschichte angereichert mit jedem Kopffilm-Klischee, das es gibt. Da gibt es die Femme Fatale, die ein falsches Spiel mit dem Polizisten spielt. Und da gibt es den bärbeißigen Vorgesetzten und Kollegen und all sowas. Und das Ganze ist so unfassbar witzig. Der Film schmeißt so viele Witze an die Wand. Und selbst wenn ein oder zwei davon nicht bei dir landen, hast du immer noch eine Gagdichte, die ist unerreicht. Das ist ein brillanter Film zum Mitreden. Und man muss auch sagen, die Kollegen, die den nicht kannten, es gibt ein, zwei Gags im Film, die hatten so einen aktuellen Zeitbezug. Die kommen dann aus dem Kino und lachen über den Film Platoon. Da wussten jetzt einige junge Kollegen auch nicht mehr, was ist eigentlich Platoon? Warum soll das jetzt witzig sein? Aber ansonsten ist es ein zeitloser Komödienfilm. Und das macht ihn so großartig. Viele dieser Satire-Parodiefilme von heute, die veräppeln dann ein Genre, indem sie ganz spezielle, wir veräppeln jetzt den Film 300, wir veräppeln jetzt den Film Der Exorzist, wir veräppeln jetzt den Film das und das. Das macht er eben nicht. Er macht nicht, sagt nicht explizit, wir veräppeln jetzt Dirty Harry oder einen anderen Polizistenfilm, sondern das ist sehr intelligent gemacht. Der nimmt Polizeifilme allgemein und Klischees und Standardvarianten des Polizeifilms und zieht die durch den Kakao. Deshalb funktioniert der Film heute noch und vor allem natürlich einfach wegen Leslie Nielsen, der so witzig ist. Und das ist auch, das möchte ich auch nochmal anmerken bei diesem Film, warum der auch so gut ist. Der biedert sich jetzt nicht an wie diese Scary Movie Teil 18 an ein junges Publikum, das nur Teenies mitspielen und der Film für ein Teenie-Publikum gemacht ist, sondern es ist ein Film mit erwachsenen Schauspielern, die erstmal seriös wirken und dann plötzlich diese Albernheit da rauslegen. Und dadurch wird der Film nochmal sehr viel witziger, als wenn da jetzt nur irgendwelche
Komiker-Kapalken rumlaufen. Das stimmt. Und die Gagdichte hast du angesprochen. Also es ist wirklich ein Film, ein Flachwitz jagt den nächsten, viele Wortwitze, viel Klamauk. Ich glaube, die Szene, als Nordberg auf dem Boot Ich liebe dich unterwegs ist und sich die Hand klemmt, sich verbrennt, sich an eine frisch gestrichene Wand anlehnt, in eine Bärenfalle tritt und mit dem Gesicht in eine Hochzeitstorte fällt, ist, glaube ich, tatsächlich die witzigste Szene der Filmgeschichte, für mich jedenfalls. Es ist unfassbar. Man kann den Film immer wieder gucken, er ist zeitlos, genau wie du gesagt hast, einfach nur großartig. Und viele Witze, die merkt man auch erst, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat. Mir ging es jedenfalls so. Ich glaube, ich habe erst beim dritten oder vierten Mal Nackte Kanone sehen, ist mir aufgefallen, dass Frank am Anfang, als er in der Spezialeinheit ankommt und dann eben seine ganzen neuen Gadgets bekommt, außen an der Kulisse vorbeigeht, während die anderen beiden durch die Tür gehen. Das ist also jetzt schwer zu erklären, aber fantastisch einfach nur. Diese Mischung aus absurden Wortspielen und Wortwitzen und auch ganz, ganz albernen, komischen Wortgags und dann Slapstick. Mhm. Also für mich ist es die Szene, wenn Drabin das Büro des Verdächtigen durchsucht und es wird schon angekündigt, gezeigt wird, okay, hier ist ein wackeliges Regal mit wertvollen chinesischen Vasen und hier ist ein Aquarium mit einem unfassbar wertvollen Fisch. Ja. Und hier ist eine spitze Waffe, die nur kaputt geht, wenn sie in Wasser landet, wenn sie nass wird. Wie das aufgebaut wird und wie dann alles eskaliert. Und diese Abfolge von alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Und wie Leslie Nielsen da durchstolpert und alles zerstört. Das ist so witzig. Ja, gerade wenn man den Film dann zu Hause anguckt, einfach stoppen, zurückspulen und gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall. Alleine, dass er in den Mülleimer tritt, dann die ganzen Vasen auffängt. Er fängt auch wirklich jede. Auf einmal droht aber das wertvolle Bild kaputt zu gehen und er schmeißt alle Vasen weg. Die gehen kaputt. Das Bild kann aber auch nicht retten. Ich glaube, ich sollte den Film vielleicht nachher einfach mal gucken. Zum 850. Mal in meinem Leben. Einfach nur gut. Ja. Ja. So, traumhaft. Diese DVD-Box, also die Trilogie Nackte Kanone, unfassbar gut, sollte nirgends fehlen. Und wir haben noch einen tollen Film, das ist auch ein richtiger Klassiker. Da ist mir aufgefallen, den habe ich vor knapp 3 Wochen gesehen. Mhm. Zum ersten Mal seit Jahren. Und den habe ich schon fast wieder so ein bisschen vergessen, wie großartig der eigentlich ist. Und zwar Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin so froh, dass wir beide wieder hier sind. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das vermisst habe, dass wir zwei hier sitzen. Ja. Also ohne Kino und ganz ehrlich, ohne Kino ist halt auch einfach doof. Das stimmt. Das war jetzt der Witz, weil das war für unsere Zuschauer. Also Und täglich grüßt das Murmeltier, ein ganz brillanter Film, der mit der Idee einer Zeitschleife spielt. Bill Murray ist ein sehr grummeliger, etwas griesgrämiger, ständig missgelaunter Wetterreporter, der zusammen mit seiner Crew in so ein verschlafenes, eingeschneites Nest fährt, um eben ein Murmeltier zu filmen, wie er selber findet, eine ganz furchtbar schlimme Geschichte und unter seinem Niveau. Und er macht das, er beleidigt da alle und ist schlecht drauf und ist nicht nett zu den Leuten, wacht dann am nächsten Morgen auf und stellt fest, es ist wieder ganz genau der gleiche Tag. Das heißt, über Nacht landet er wieder einen Tag zurück, die Uhr wird zurückgedreht und er muss den ganzen Tag nochmal erleben. Nur er erinnert sich daran, für alle anderen ist es genau derselbe Tag. Und das bietet natürlich Raum für unfassbar absurde Situationen, weil nach ein paar Minuten, wenn wir diesen Tag durchlebt haben, wird wieder resettet und er darf den Tag nochmal erleben. Und vor allem, du stellst dir die Frage, mir ging es jedenfalls zwangsläufig so, weil ich hatte den Film halt wirklich jahrelang nicht mehr gesehen. Was würdest du eigentlich machen, wenn du in der Situation bist? Und ich finde es super, dass auch diese ganzen Möglichkeiten da durchgespielt werden. Am ersten Tag ist er natürlich verdutzt und fragt sich, ob er irgendwie im falschen Film ist oder auf Drogen oder das alles träumt. Und als er dann realisiert hat, es ist tatsächlich so und er hat die Aussicht bis an sein Lebensende immer diesen Tag zu erleben, probiert er halt alles Mögliche aus. Er fängt an, Leute zu beleidigen. Er versucht, irgendwelche Frauen aufzureißen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, mit irgendwelchen Tricks. Er schlägt einen Widersacher von sich einfach, weil er weiß, es hat eh keine Konsequenz. Er findet irgendwann raus, dass er theoretisch ja unsterblich ist. Und, er klaut eine Menge Geld, um Spaß zu haben. Er begeht Selbstmord tatsächlich, weil er weiß, er lebt am nächsten Tag wieder. Es ist vollkommen absurd. Ja, ganz genau. Und da geht's los. Dieser Film lebt natürlich von der Persona Bill Murray. Bill Murray ist ein Schauspieler, der recht früh für sich dieses Dasein gefunden hat als der knauzige Griesgram. Keiner ist so wundervoll, liebenswert, uncharmant wie Bill Murray. Und in dem Film geht's natürlich dann um die Läuterung. Also ich finde, das ist für eine Komödie, eine auch mit teilweise Slapstick-alberne Komödie, eine unfassbar
heftige Szene, wo der Film die Wendung nimmt, dass er eben sieht, okay, ich habe jetzt so viel Spaß gehabt und ich habe hier ganz viel erlebt, aber jetzt muss ich einmal sehen, dass ich nicht mehr der egoistische Typ bin, sondern dass ich auch an andere denke. Und das ist eine Szene mit einem Obdachlosen, stimmt, wo er eben erkennt, er kann etwas verändern, er muss etwas verändern, er darf Verantwortung für andere übernehmen. Die Szene, die wird ja vorbereitet. Er trifft den Obdachlosen einmal ganz am Anfang, dann trifft er ihn wieder und behandelt ihn wirklich schlecht und ist gemein zum Obdachlosen. Dann irgendwann schenkt er dem Obdachlosen halt so einen Geldsack und geht einfach weg. Und dann kommt eben diese eine herzergreifende Szene, wo er sagt, nee, nicht heute. Ab heute wird's anders. Und die ist, oh, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und ich habe noch nicht mal verraten, was da wirklich passiert. Und diese Szene so stark ist. Und obwohl der Film dann eben diese Läuterung einsetzt bei ihm, hört der Film nicht auf, witzig zu sein. Es ist ein Phänomen bei vielen Komödien, die haben zwei lustige Akte und dann erkennt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin, nein, ich muss mein Leben ändern oder oh, die Liebe meines Lebens läuft weg, ich muss was tun. Und ab dann wird der Film plötzlich weniger witzig und ernster, weil man muss ja irgendwie zum Ende kommen. Und wirklich kriegst du das Murmeltier, bleibt permanent urkomisch. Selbst wenn es ernst wird, das klingt so paradox, selbst wenn es ernst wird, ist der Film einfach richtig lustig. Und ich finde, das Ende, muss ich sagen, ist vorhersehbar tatsächlich, aber ich finde es trotzdem gut, dass man sich dafür entschieden hat, weil es ist ja ganz klar, er verliebt sich ja in seine Kollegin und hat ja sozusagen jetzt immer wieder denselben Tag Zeit, keine Fehler zu machen. Ja. Und im Endeffekt, als sie dann tatsächlich ein Paar werden, hört eben diese komische Spirale dann auf und er erlebt einen neuen Tag. Weil er sein bestes Ich geworden ist und dadurch wird er belohnt, weil er ist nicht einfach, er spielt es nicht nur vor, sondern er hat es wirklich verinnerlicht und er wird ein anderer, besserer Mensch. Das ist eine schöne Geschichte. Weil du sie ansprichst, seine Kollegin, in die er sich da verliebt, das ist, glaube ich, das ist so ein ganz winzig kurzer Moment, aber ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film. Und was haben Sie studiert? Französische Literatur des 18. Jahrhunderts. Was für eine Zeitverschwendung! Schnitt. Genau. Seine Reaktion, sein Gesichtsausdruck, wenn er ehrlich halt sagt, so, was für eine Zeitverschwendung, was für ein Blödsinn erzählst du mir da? Das ist so gut. Jens, dieser Film ebenfalls, genau wie die nackte Kanone, darf in keiner Sammlung fehlen. Ja. Sollte man sich unbedingt anschauen. Und jetzt? Das ist mein Wecker, den ich gestellt habe. Das bedeutet, wir müssen jetzt ganz schnell zum Gewinnspiel kommen. Wunderbar. Das ist mein Klingelton, von dem ich jeden Tag geweckt werde. Da wir beim Thema Komödien sind. Der Film lief letztes Jahr im Kino und kommt jetzt tatsächlich, ich glaube, heute oder morgen auf DVD raus, veröffentlicht für den Heimmarkt. Und es ist eine Coming-of-Age-Komödie, vergleichbar mit dem Film Superbad. Mhm. Es geht um zwei junge Mädels, die die Schule beenden und sie haben festgestellt, wir haben unsere ganze Schulzeit über nur gelernt und gepaukt, gebüffelt, gestrebt und sind die Besten und Klügsten. Und dann kommt aber raus, andere Schüler haben genauso gute Noten bekommen, aber gleichzeitig auch Spaß gehabt und Party gemacht. Und da sagen die sich, okay, vielleicht haben wir was versäumt. Wir haben irgendwie unsere Zeit hier vergeudet mit Büchern. Ja. Wir wollen jetzt eine letzte Nacht noch mal richtig viel Spaß haben. Und dann machen sie sich auf die Suche nach der größten Party in der Stadt. Und da gibt es dann eine Freundschaftsgeschichte zwischen den beiden. Der Film erfindet das Rad nicht neu. Es gibt so diese Standard Komödien, Coming-of-Age-Klischees, sie streiten sich, sie vertragen sich wieder, sie verlieben sich, die Liebe klappt nicht, sie verlieben sich in jemand anderen. Und darum geht es gar nicht, es geht darum, wie unfassbar toll die Chemie ist zwischen diesen Schauspielern. Ich habe den Film, ich habe ihn mehrfach im Kino gesehen, weil die Schauspieler das so grandios, liebenswert spielen, die sind herzensgute Freunde, die haben eine tolle Chemie zusammen. Dann wirft der Film auch mit ganz tollen Slapstick-Witzen um sich im Hintergrund. Es gibt natürlich die witzigen Nebenfiguren und den Deppen von der Schule und die Diva von der Schule. Und die Reise, die diese beiden Mädchen in dieser Nacht unternehmen, wo dann am Schluss die Freundschaft das Wichtigste ist, die ist so toll und ich finde den Film so schön. Es ist ein ganz, ganz großartiger, humorvoller Freundschaftsfilm. Und den haben wir einmal als DVD für unsere Zuschauer. Und dazu gibt es noch eine Tasche. Das ist ein Turnbeutel. Ein Beutel.
Ganz genau. Du hältst den falsch rum. Halte ich den falsch rum? Ja, da siehst du mal, dass ich nicht smart bin. Und zusätzlich, das kann man dann in diesen Beutel reintun. Nein, hör auf jetzt. Oh. Noch was? Ein T-Shirt? Gibt es auch noch ein T-Shirt? Man kann es aber auch anziehen. Das könnte das man jetzt auch. Ist aber ein Girly-T-Shirt, überwerfen. Ne? Ja, das ist auch ein Film über Freundschaft. Ladies Valuvite steht da. Also ein T-Shirt für Damen in M. Ja, das ist aber ein M, das ja. Ja, passt also auf jeden Fall, diese Artikel haben wir für unsere Zuschauer und ich finde, dafür sollen wir uns einfach mal sagen, was ihre Lieblingskomödie ist, oder? Finde ich eine gute Idee. Nackte Kanone und täglich grüßt das Murmeltier zählen nicht. Genau. Die sind nämlich schon bei uns. Das sind unsere. Ihr könnt nicht mitmachen. Nein. Facebook.de/ auf jetzt zu lachen, Jens. Frühcafé Hamburg 1 oder E-Mail an gutenmorgen@hamburg1.de und mit ein bisschen Glück sind Sie mit dabei und gewinnen dieses unfassbare Fanpaket von Jens. Ich freue mich sehr, Marco, dass wir das hier heute gemacht haben und ich hoffe, unsere Zuschauer haben ein bisschen Spaß wie wir. Ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen Zuschauer erreichen, der Nackte Kanone oder Murmeltier noch nicht gesehen hat und sich jetzt unseretwegen anguckt, dann auch gern auf Facebook reinschreiben, wie ihr den Film fand und was für euch die lustigste Szene war, weil das beides großartige Filme sind. Genau, also vielleicht die Zuschauer, die zufällig 12 sind oder 13 oder 14, denn die Filme sind beide FSK 12, vielleicht haben die ja logischerweise Nackte Kanone noch nie gesehen. Zieht euch diesen Film, guckt diesen Film, zieht ihn euch rein. Es lohnt sich unfassbar und schreibt uns eure Erfahrungen. Jens, wir machen solche Filmtipps jetzt, wenn wir es schaffen, jede Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen, ja. Und immer andere Genres. Welches Genre wollen wir für die nächste Folge nehmen? Musik. Musik. Wir sind beide auch große Musikfans, du noch mehr als ich, du hast auch mehr Ahnung von. Ich habe aber wirklich wenig Musikfilme gesehen, muss ich sagen. Was sonst? Doch, wir können das machen. Können wir machen. Machen wir Musik. Ja, ja. Super. Und liebe Zuschauer, das war's erst einmal von uns für diese Woche. Viel Spaß nicht im Kino, sondern zu Hause vor dem Fernseher oder vor dem Laptop. Und bis zum nächsten Mal.